Das Werk Durst Grünbeins ist so reich, dass ich mich aus Zeitgründen und Opportunismus auf einige wenige Glanzlichter beschränken möchte, Aspekte, in denen sich das Licht der Sprache und eine Sprache des Lichts berühren. Es ist die schönste Zeit des Tages, das Beginnen, in aller Unschuld, ein Entwurf noch unbefleckt. Die Welt, noch ist sie lungenweit, ein Punkt im Innern, hält sich das Ich im Labyrinth des Hirns versteckt. Ein Schneegelände, und darin schweift frei herum der Geist, kein Cogito, kein Ergo, kein Sum. Ich bin ja in jeder Hinsicht sozusagen so ein Lumpensammler. Also ich sammle aus allen möglichen Ecken und Enden der Welt immer wieder meine Anregungen. Und ich habe mal festgestellt, dass die Nähe zur bildenden Kunst, sei es jetzt Museen, Ausstellungen, aber erst recht auch so eine Kunstakademie, die Ausübung der Kunst, Atelierbesuche, dass das für mich das richtige Biotop ist. Also da kommen sofort die Ideen, Titelfindungen. Zum Teil kann ich mich sehr gut in Materialproblematik bildender Kunst hineinversetzen und aus dem heraus kann ich, weil ich ja ganz gerne mal suche, auch in Gedichtform wieder aufzusprengen. Das heißt, wenn ich jetzt nur sozusagen brav ein philologisches Verhältnis hätte zur Sprache, wäre mir das zu wenig. Ich brauche sozusagen diese Außenimpulse aus den anderen Kunstformen, aber eben auch wirklich aus den Kunstformen. Das ist für mich ein sehr magnetisches Verhältnis. Ja, ich gebe zu, es ist mir oft mehr eingefallen nach dem Besuch von Kunstausstellungen, als wenn ich jetzt nur wieder durch den Wald spaziert wäre. Aber ich habe nichts dagegen. Es gibt eine Literatur, die auch den Waldspaziergang braucht. Das hier ist meine berühmte Vitrine, die ist mir irgendwann in einem anderen Atelier sozusagen überlassen worden. Das ist eigentlich wahrscheinlich wie ein Grafikschrank gewesen. Ich habe den dann gleich requiriert und er begleitet mich jetzt seit Jahren. Da kommen immer wieder Literatur rein, die gerade behandelt wird, Kopien, Ausarbeiten etc. Das ist so der Inhalt wechselt halt, das ist meine Wechselvitrine. Die ist ein bisschen grotesk, kein Mensch weiß richtig, was deren Funktion ist, aber die ist sozusagen wie ein Ideenaquarium. Ich bin hier an dieser Kunstakademie das Sonderangebot. In dem Sinne, dass ist es eigentlich nicht vorgesehen, an einer Kunstakademie auch noch die Schrift, die Literatur, die Poesie gar anwesend zu haben. Und eines Tages aber gab es diesen Wunsch und man hat auch hier diesen Lehrstuhl ja dann eingerichtet. Und es hat sich gezeigt, dass es natürlich zusammengehört. Man trifft manchmal im Leben so Entscheidungen, wo man schon weiß, die Folgen werden sehr weitreichend sein, obwohl ich noch nicht genau damals einschätzen konnte, was es heißt. Aber ich lese jetzt natürlich sehr viel mehr auch Literatur zur Kunstgeschichte, beschäftige mich sehr intensiv mit Malermonografien. Das hätte ich so nicht gemacht. Dann hätte ich mich wieder auf anderes konzentriert. Aber ich wollte das so.